Das ist ein wunderbarer Ort, um sich zu erden, um Energie zu tanken. Das mache ich manchmal, bevor ich mit der Arbeit beginne. Ich gehe eine Runde im Wald an diesem Fluss, atme die Luft ein, höre den Vögeln zu. Und diesmal habe ich wirklich den Frühling in der Luft wahrgenommen. Obwohl der Himmel noch grau ist, obwohl alles noch bedeckt ist. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass Frühlingserwachen nicht mehr weit ist. Der kommt. Und mit dem Frühling kommt auch die Sonne und die Wärme. Und ich freue mich total drauf. Zurück im Atelier habe ich mich für eine Collage entschieden. Ich beginne mit einer alten Zeitung. Ich habe sie in Stücke gerissen und jetzt klebe ich diese Stücke auf meine Leinwand. Und alles andere wird sich Schritt für Schritt ergeben. Ich nehme dich auf diese kreative Reise mit, lehne dich zurück, entspanne und genieße und lass dich natürlich inspirieren. Tag Nummer 2, das Bild ist trocken jetzt. Ich kann weiterarbeiten und zwar möchte ich mit dem Abklebeband arbeiten. Am Ende des Videos werde ich noch auf dieses Bild drauf eingehen. Das ist das Bild von der vorletzten Woche und euch sagen, für welchen Titel ich mich entschieden habe. Das war die Idee. Ich wollte diese farbigen Streifen auf mein Bild anbringen. Als ich aber diese erste Tape abgezogen habe,
fand ich diese starke Grenze nicht gut und habe also mich dagegen entschieden und alles wieder mit dem Schwämmchen verteilt. Die Farbe war noch feucht und somit war mein Bild wieder einheitlich. Ich habe hier in der Hand einen unangespitzten Bleistift und mit diesem Bleistift trage ich die Farbe auf. Das ist mein Zwischenergebnis und ich muss sagen, ich mochte das Bild so sehr, dass ich mir überlegt habe, das so zu lassen, so abstrakt. Dann mich aber doch dazu entschlossen, weiter zu malen. Es geht also noch weiter.
Und als ich die Idee schon hatte und eigentlich schon habe mit der Ausarbeitung angefangen, habe ich gedacht, nein, ich möchte mich nochmal davon lösen, zumindest zum Teil, und habe mein Bild wieder auf den Kopf gestellt und dachte, okay, so bleibt das. Das sind die Wachsmalstifte oder Wachskreiden. Irgendwie haben sie mich gerade angelacht, angesprochen, und ich dachte, ich bringe das auch noch in mein Bild rein. Wenn man starken Druck auf die Kreide ausübt, wird die Farbe so richtig cremig, die man aufträgt. Also dieser Effekt hat mir wirklich gut gefallen. Es ist anders, als wenn man mit Pastell oder mit Acryl arbeitet. Probier die gerne aus. Ich werde dir den Link zu den Stiften in die Beschreibung reinsetzen. Ich bin fertig. Ich zeige dir nochmal die Nahaufnahme. Ich muss sagen, ich hatte echt viel Spaß dabei, und als ich dann mein Bild gedreht habe, fand ich das witzig, plötzlich eine ganz andere Perspektive zu sehen, und deswegen habe ich das auch so gelassen. Das Bild habe ich Big Boss genannt.
Und deswegen trägt meine Katze auch eine Krawatte. Und das ist das Bild von vor 2 Wochen. Ich zeige dir das nochmal. Ich habe das veröffentlicht und euch gefragt, was seht ihr hier? Wie würdet ihr das Bild nennen? An dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken. Ihr habt mir ganz tolle Vorschläge gemacht. Ich habe so viele Zuschriften bekommen, die zeige ich hier nochmal. Und letztendlich habe ich mich für den ersten entschieden, sprich mit mir, weil ich hier 2 Gesichter sehe, die zueinander gewandt sind. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle, inspirierende Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke, danke, dass du hier bist. Danke, dass du meine Videos schaust, dass du sie kommentierst, mir Likes hinterlässt. Herzlichen, herzlichen Dank an dieser Stelle. Tschüss.